Hallo und herzlich willkommen, liebe Schmetterlingsfreunde. Es ist Mitte April. Ich befinde mich im südlichen Burgenland, nahe der österreichisch-ungarischen Grenze, und entdecke am Ufer eines kleinen Flusses zwei Segelfalter. Diese beiden Segelfalter nehmen ihre Nahrung nicht nur über die Blüten verschiedener Blühpflanzen auf, sondern saugen mit ihren Muscheln in der feuchten Erde und nehmen so notwendige Mineralstoffe auf. Entspannt euch nun und schaut zu, wie diese beiden Falter mit der Nahrungsaufnahme am Ufer dieses kleinen Baches beschäftigt sind.
weit davon entfernt, trifft eine Segelfalterraupe letzte Vorbereitungen, um sich zu verpuppen. Ein paar Tage später kann ich hier in der Nähe die Eiablage eines Segelfalterweibchens beobachten. Inzwischen ist es Sommer geworden. Die Wiesen stehen in voller Blüte und die Segelfalter besuchen hauptsächlich violette Blüten. Wie zum Beispiel den Heilziest, der jetzt überall auf den Wiesen zu finden ist.
die Felsenbirne. Die Felsenbirne ist einer der wichtigsten Eiablagepflanzen für den Segelfalter. Jetzt im Dezember verliert sie ihr Laub, doch schon im nächsten Frühling treibt sie wieder aus und in der ersten Maiwoche macht der Segelfalter seine erste Generation für das nächste Jahr. Vermutlich hat hier eine Raupe vom Segelfalter gefressen.